Benni, zockst du morgen auch? Eventuell ja. Eventuell ja. Es ist aber auch schwer, sich hier zu halten, wenn das alles so schief ist. Ja, vor allem, wenn der fährt, Ja. da verschiebst du den Boden. Wir sind noch gar nicht weit gekommen. Okay, es geht weiter. Alles Klärchen. Ich habe das Lenkrad fest im Griff. Ich suche immer noch den Sicherheitsgurt. Wäre auf jeden Fall angebracht. Und ein paar Airbags. Fallschirm. Wie sehe ich raus? Gut aus. Okay. Ich glaube, wir können Gas geben. Okay. Wir fahren maximal gegen die Laternen eigentlich. Ah, die Figur stoppt uns. Jawohl. Lieferjunge ist Erfolg freigeschaltet. Oh. Voll gegen die Scheibe geklatscht. So. Jetzt kippen wir den Mist hier noch ab. Ist dort ein Hebel. Naja. So. Und immer schön Rinder, die Kohlen. Bis alle Vollgas machen. Der steht ein bisschen doof, der LKW. Ich bin im Ofen. Im Ofen. Eieiei. Ich bin stumpf, oder? Nein, noch was. Wie geht denn das da rein? Willst du noch reinlaufen? Ich will da aber nicht reinlaufen. Das ist die Hölle. Wie geil ist das denn? Ich sehe es kaum, ich schaue die Kohle in den Ofen, wuff, geht er an. Dann fehlt mehr als nur was. Alter Schwede. Ah, ich bin auch im Ofen. Läuft schon doch hotter. Ja. Und Rinder. Jetzt ist die Frage, wie viel muss da rein? Bis die Anzeige, glaube ich, auf volle Pulle steht. Meine bewegt sich nicht. Wie viel hast du denn schon reingeschmissen? 5, 6, 7. Okay. Ich will hier raus, ich will hier raus, das ist heiß, es ist heiß, 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 heiß. Okay. Ja, ich glaube, da müssen ein paar Stücken rein. Ist der denn auch angegangen, dein Ofen? Nein. Nicht. Ach so, warte mal. Der ist der einzige, der läuft. Er sagt nicht, ich muss das dunkle Zeug im dunklen Ofen suchen. Eventuell doch. Kann ich hier nicht Power drauf geben? Was ist denn das hier, ein Hebel? Wo ist ein Hebel? Oh Gott, nein, Ventilator. Ja, genau, da müssen wir dann nämlich nachher hoch, sobald hier genug Dampf auf dem Kessel ist. Jetzt frag mich mal nur,
muss das alles, wo muss das hin? Ja, das sind nur die Öfen, hier gibt es kein Hebel oder so. Ich weiß auch nicht, ob die angehen von alleine. Ist die Kohle. Ich wollte gerade sagen, die Kohle ist doch noch nicht weg, Alter. Nee, nee, das wäre ja Wahnsinn, da müssen wir mehr was fahren. Und Gaudi wär's. Vielleicht gehen die nach einer Zeit an, wenn der erste zu warm wird oder so. Au, 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 au. Geh zu. Ja, passiert auch nichts. Okay, jetzt. Schmeißen wir halt aber erstmal noch mehr in den anderen rein. Also, man muss ja nicht umsonst so viel Kohle holen. Irgendwo muss ich schon hin. Das verbraucht bloß der nächste, der spielt. Wenn nicht, finden wir eine andere Lösung. Oder wir machen hier den Deckel nochmal zu. Am besten jetzt, wo du drin bist. Ja, okay, ich sag mal, der ist auf Anschlag. Genau. Ich klemm hier unter fest. Ich komm hier nicht. Bin ich denn? Ich sehe mich gar nicht mehr. Gott, ist das nicht schwer. Ja. Und jetzt los, was? Okay. Jetzt sind wir gleich leider Risse und puff. Ich habe so das dumme Gefühl, wir haben irgendwas vergessen, weshalb das nicht funktioniert. Für irgendwas sind wir zu doof. Ich sehe keinen Hebel und nix. Einfach gar nichts, ne? Und die. Warum gehen die nicht an? Und ich bin halt der Meinung, die müssen alle angehen, damit diese Anzeige hier steigt. So, ich gehe jetzt da rein. Vielleicht ist da drin irgendwo ein Zünder. Nimm Feuerzeug mit. Im Ofen, Feuerzeug. Kann natürlich auch sein, dass sie erst dann angehen, wenn wir genug reingeworfen haben. Ich stapel das nochmal dahinter. Ja, das ist gut. Ich schmeiß das hier vor die Luke und du stapelst das da drin. Und dann finden wir raus, was hier los ist. Wenn uns einer zuguckt, ey. Aber die Kohle ist auch gleich weg. Wir müssen bestimmt nochmal losfahren. Aber ich meine, das kann ja nun auch irgendwie nicht richtig sein. So viel Kohle. Wir brauchen ja noch was für den anderen Ofen. Ja, das packen wir das erst mal im zweiten. Ja gut, dann stopfen wir da mal rein. Wie er da rausgeschossen kommt. Bist du hier irgendwo? Also ich glaube.
die ganzen Strommasten da irgendwie ankriegen. Strommasten? Ja, die stehen doch da rum. Der LKW überfährt mich gerade. Es ist wichtig, dass ihr überall Strom habt, damit das dann mal. Ja, aber die kriegen ja Energie für den Strom, oder? Eigentlich sollten die ja den Strom produzieren. Und hinten an diesem Kraftwerk war jetzt nichts, was wir machen konnten? Nee. Weil bis ich geschrieben habe, wo du das liest, dachte ich, ich muss mal schnell hier ran. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Wenn wir das nur umwerfen. Dass dann die Strommasten umfallen? Das. Dann müssen wir mehr Öfen anmachen, weil die Masten nicht mehr funktionieren. Kann das sein? Probieren wir es aus. Okay, World Trip. Die sind sogar gefedert, die Reifen. Ja. Hammer. Also, nicht mit dem LKW. Ich vermute ja beinahe, dass das irgendwas auch mit der Stange auf sich haben könnte. Stange? Ja, die wir am Anfang haben liegen lassen. Ich versuche jetzt mal den LKW auf dem Punkt zu platzieren hier. Ha! Guck mal, wir haben eine neue Kiste entdeckt. Den LKW. Ey. Was für eine Kiste? Und was auch richtig dumm ist, wir kommen nicht mal in den Gabelstapler ran. Halt doch an, du Mistgurke. Ach ja. Wollen wir uns mal versuchen, die Kiste hier zu holen? Die hier? Diese hier. Die Tür, die ich gerade aufgemacht habe. Ah, okay. Ich hab die Truck gar nicht gesehen. Also, ich habe nur ein bisschen Angst, dass die wieder zugeht. Ich will den LKW noch ein Stück vorfahren. So, minimal, damit der auch wirklich drauf steht. Jetzt steht er auch richtig drauf. So, man kann hiermit das olle Förderband anstellen. Und mit dem, was du da hast,
versuche jetzt mal rüber zu springen. Na gut, das geht noch. Das ist ja gar nicht so schwer hier. Müsstest du nur genau diesen Dings da aus dem Weg schaffen. Dann komme ich mit der Kiste rüber. Drücken, 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 drücken. Ja, ja, weiter, 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 weiter. Das ist gar nicht so einfach. Gut. So, wir haben eine neue Kiste. Guck mal, jetzt können wir uns hier alle Türen hier wieder aufmachen. Beziehungsweise, wir können die Kiste eventuell mal nehmen, um nochmal einen Raum vorher zu gehen. Vielleicht lag das schon an diese, da oben ranzukommen. Genau, das war jetzt hier nochmal rüberlatschen. Nein, hier nochmal an der Statue. Auf der Seite lag das schon, um hochzukommen. Ne. Niemals. Ich weiß. Aber wer wäre ich, wenn ich nicht versuche, mich da hochzuhangeln? Moment, 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 Moment. Ich habe was richtig Komisches vor. Ach so. Ja. Uns darf keiner zugucken. Du kippst um mit der Kiste. Ich guck doch zu. Ah, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Aber der Plan war gut. Nochmal? Ich will mal versuchen, mich hier hochzuschaukeln. Vielleicht sogar über Eck. Ich glaube, das geht besser. Oder park den LKW daneben. Ach, warum sagst du das nicht gleich? Ja, ich würde aber tatsächlich mit der Kiste einfach erstmal versuchen, hier nochmal rüber zu gehen und nochmal mit dem Stapler das Tor aufzumachen. Vielleicht können wir ja mit Strom das Tor offen lassen, dass wir mit dem Stapler dann die Truhe die Statue umkippen können. Das wäre die Idee, einfach mal ganz hoch fahren mit dem Rahmen. Ist noch gar nicht oben. Moment, ich tue es dann mal anders daneben. Mal gut, dass ich noch nicht weitergelaufen bin. Das war keine Absicht. Ich versuche den Boden hochzuheben. Jetzt, jawohl. So, jetzt können wir die Tür nämlich mal offen lassen. Und mal gucken, was war jetzt hier noch? Alter, hier ist alles wieder zu. Jetzt muss ich die beschissene Batterie wieder laden. Falsche. Mach mal den Hebel da drüben an. Bin gespannt, welche Richtung das Förderband läuft. Den hier? Ja. Hier zu uns. Also so, dass man an die Kiste rankommt. Ja, dann springst du ran und hebst dich fest. Dann kannst du die obere Kiste auch noch zu dir holen. Dann haben wir zwei Kisten. Ei. Oder? Es ist ein Versuch wert. Aua, ich liege hier hinten bei den Öfen. Verdammte Axt. Tür ist offen, oder? Welche Tür? Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Dass die aber auch nicht schneller laufen können, ey. Oder nimmst du da, genau. Ich seh's kommen.
Du fährst von der Kiste runter und ziehst sie mit runter. Das wollen wir mal nicht hoffen. Das ist ja schlecht. Ja, hängen bleiben. Ich glaube, ich klatsche jetzt gegen, oder? Nee, passt. Au. So. Lauf, Boys. Alter, es kann ja so einfach sein manchmal, ne? Das sieht nicht gesund aus. So, wir haben alle Kisten jetzt. Jetzt können wir nochmal von vorne anfangen. Dennoch muss ich jetzt... Wo haben wir die her? Ich hab keine Ahnung. Ich nehme die mal vorsichtshalber mit. Ich brauche die bestimmt irgendwo. Wer weiß wo. Ah, ah. Dann komme ich mal wieder hinten rum, ne? Ja, mit Kisten hat man nie genug. Vielleicht kann ich die ja auch benutzen. Gib das Kabel wieder her. Um die gleich unter das Tor zu stellen oder weiß der Geier was. So, Batterie. Hui, schwing das oder so. Gib jetzt die Batterie her hier. Tatsächlich die Kabel rausziehen. Zack. Zack. So. Schwupp. Rot zu rot. Haben wir ein schönes geflochtenes Kabel. So, Kiste mitnehmen. Oh, hier ist das olle Stromaggregat wieder. Na toll, auch das noch. Ich wusste gar nicht, dass hier so viel Kram noch steht. So, Kabel 1. Schleichwerbung. Ich bin auf der Statue. Du bist auf der Statue? Ja, am Fuß. Knie. Okay. Vom LKW aus, ja? Ja. Dann, obwohl das wird auch wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du den Kipper jetzt auch noch hoch machst und versuchst da noch irgendwie hoch zu kraxeln, dann dürftest du ja nochmal höher kommen, ne? Ich steh schon. Jetzt geh ich auf diese komische Schrifttafel. Und zieh. Jawohl. Und zieh dich hoch. Stell dich auf. Setz dich auf die dicke Rampe. So, die Kiste wieder mitnehmen. Wer weiß, wofür ich die brauche. Okay, fast. Jetzt probiere ich was aus. Ah.
Mal gucken, was mit der Kiste hier passiert. Wenn ich die als Platzhalter hier reinstelle. Und eine Batterie mitnehme mit zwei Kabeln. Dann komme ich da nur nicht mehr durch. Oder? Das sieht doch nicht normal aus. Alter, voll durchgecheatet. Aber zur Strafe ist die Batterie höher wie die Kiste. Kriege ich hier nicht durchgezogen. Siehst du mich nicht an, du hast deinen Bauch Klimmzüge gemacht. Scheiße, jetzt hängt die olle Kiste hier fest. Oh, Mano. Hast du zufällig noch Kabel über? Ein rotes, ein blaues. Ich habe sogar noch einen Akku. Ein Akku? Ja, aber den brauchen wir nachher wieder, um an die Öfen zu kommen. Das dürfte kein Problem sein. Das würde ich gerne mal mitnehmen. Ich will was ausprobieren. Ich weiß nicht mal, ob es funktioniert. Weil ich will mal versuchen, die Tür, wo der Stapler hinter steht, mit dem Akku aufzumachen. Wo muss ich die nutzen? Ja, einfach erstmal bis dahin, da musst du mir nur die Rampe wieder hochmachen, dass ich mir das hier rüberholen kann. Und wenn das geht, dann kommen wir ja auch an den Akku da oben dran, dann brauch ich nur zwei Kabel wieder mitbringen. Dann haben wir, glaube ich, das Rätsels Lösung. Oh, ich denke nämlich, wir hätten den Akku tatsächlich, der hier drüben noch liegt, wo ich nicht mehr rankomme, den hätten wir wirklich noch gebrauchen können. Wie das denn schon mal war. So, dann schnapp ich mir den Kram mal eben. Wir brauchen das jetzt Level. Komplett anders, als die sich das wahrscheinlich geplant haben. Aber man muss sich irgendwie weiter zu helfen wissen. Ey, sag bloß, der passt. Nein, du ziehst mir die Kabel in die Kiste runter. Das wär's gewesen. Zack, buff, da hast du dann Akku, aber keine Kabel. Dann wären wir nicht mehr weitergekommen. Also schon, dann hätte ich es nur nochmal komplett neu machen müssen. Das wäre schlecht gewesen. Das sieht aus. Ja. So, jetzt mache ich mir hier die Tür auf. Na, gib das wieder her. Bzzzt, schön mit beiden Fingern. So, jetzt kann ich mir nämlich den anderen Akku hier mitnehmen. Und hoffe, dass ich damit die andere Tür jetzt aufkriege und wir den Stapler da rausbekommen. Dass der gar nicht dafür gedacht war, um das Tor zu öffnen. Wobei halt, warum liegt das Ding da unter, ist die Frage.
Wer weiß, was jetzt angeht. Bin echt gespannt. Saft ist drauf. Alter. Hier. Wir kriegen einen Stapler raus. Und können damit die Statue umhauen. Ich bin schon angefangen, komisch zu spielen, denke ich mir.